heutige Video ist ein besonderes. Es kommt so langweilig daher. Deswegen fand ich es auch erst fordernd. Es ist in einem Spannungszustand zwischen zwei Polen. Und vielleicht ist es sogar die ersten 5 bis 7 Minuten langweilig, weil ich ein bisschen Basis reinbringen muss. Aber dann wird es zu einem wilden und abenteuerlichen Ritt in Bereiche herein, die ich nie für möglich gehalten hätte. Wir sind dann nicht nur bei Geostrategie, wir sind dann auch bei Okkulten, bei Hintergründigen, bei energetischen Sachverhalten. Wir sind sogar bei Weltbildfragen nachher. Es geht um die UNO und um noch ein Thema, das ich jetzt noch nicht sage, weil im Video wird dann darauf hingeleitet. Seid herzlich gegrüßt zu einem neuen Video. Ein Video wie das heutige habe ich noch nie gemacht. Und in mir ist auch so eine Mischung von Freude, aber auch sehr viel Respekt gegenüber den Themen, die wir heute haben. Weil ich einen riesigen, großen, unförmigen Kloß vor mir habe, der noch dazu total uninteressant eigentlich ist. So im Ansehen, im Kollektiv der Menschen. Total uninteressant. Und der es nicht ist, im Gegenteil. Und heute haben wir eine Sendung, die ist ein ganz wilder Mix aus trockener Sachinfo, zitierfähig für Schulaufgaben oder sowas, okkulten Hintergründen, Synchronizitäten, Zukunftsausblicken, Geostrategie, natürlich, da sollte eigentlich ein lila Video werden und je mehr ich reingearbeitet habe in dieses Thema hinein, habe ich gemerkt, es fließt alles ineinander über und ein Thema wie das, was dann so schillernd mir zumindest vorkommt, habe ich so noch nicht gehabt. Also kommt mir sehr unhandlich vor in der Vorstellung. Und dann sehen wir auch mal, ob wir das heute rüber bekommen. Also eigentlich müsste das dann so ein Video sein, das dann so rot, grün und lila ist. Das ist von allem was drin. Wir haben das Rote, also die Grenzwissenschaften, die Synchronizitäten, das Seltsame, das Merkwürdige, das Okkulte haben wir da drin. Wir haben das Grüne, ja, dass diese Dinge, die ich hier vorstelle, jetzt, heute, aktuell Auswirkungen haben, was klassische Krisenbekleidung wäre, worunter wir heute alle leiden, wenn es dann um Masken geht. Ja, also ganz trivial. Masken zum Beispiel, da haben ihren Ausfluss darin. Und zum Dritten haben wir dann das Lila, die Geostrategie mit drinnen. Da kam ich im weiteren Verlauf quasi aus Versehen zu. Ja, um was geht's denn heute? Um was geht es denn heute? Leute, macht bitte nicht aus. Ursprünglich sollte es um die UNO gehen. Ja, wirklich, um die UNO. Im lila Format. Und in den weiteren Recherchen kam dann noch ein Gebiet hinzu, das ihr jetzt wahrscheinlich total uninteressant findet. Was ist das uninteressanteste Gebiet auf dieser Erde? Europa bestimmt nicht. Russland? Pah! Niemals! Also Asien oben, Asien unten, China? Nein! Die Mauer, alles. Afrika? Wie könnte es? Da kommen ganz viele Mythen alles her. Und immer noch diese Irrlehre von der Wiege der Menschheit. Nein, nein. Australien, ja, wird schon ruhiger da unten, ne? Aber gerade momentan, nein, also die Aborigines, die jetzigen Maßnahmen dort. Mm-mm. Südamerika? Auf keinen Fall. Jetzt diese Stadt in den Wolken da, ne? Der Urwald, die Bodenschätze dort. Die vielen Mythen ebenfalls dort. Amerika, USA kann es auch nicht sein. Was bleibt? Der Nordpol? Südpol? Nee, Antarktis ist viel zu spannend. Nordpol? Fällt euch etwas ein, was uninteressanter ist als der Nordpol? Mir nicht. Nur Eis, oder?
Also, geht's heute, und jetzt seht ihr schon, wie klobig diese Sendung ist, aber keine Sorge, das wird hochspannend. Also machen wir heute eine Sendung über zwei Dinge, die doch so gar nicht zusammenpassen wollen, über die UNO und den Nordpol. Und allein an dieser Würfelung bemerkt ihr nicht nur, wie unhandlich es ist, sondern wieso das jetzt kein Video ist, was jemals Universitätswissen werden kann, soll es auch nicht. Ja. Aber es gibt dort ganz, ganz starke Verbindungen, und die werden wir heute aufdecken. Und nachher, wenn ich mit dem Video fertig bin und habe meinen Job hinbekommen, dann lasse ich euch mit ganz vielen neuen Eindrücken zurück. Beginnen wir trocken. Bringen wir Basis, bringen wir Boden herein. Fangen wir an, von der UNO zu reden. Die UNO hat momentan 193 Mitgliedstaaten, wurde 1945 mit 50 Staaten, Unterzeichnerstaaten, gegründet und ist ein Kind des Zweiten Weltkrieges, des Krieges gegen Deutschland und Japan hauptsächlich. Und wird heute gerne dargestellt als Papiertiger, als Dachorganisation ohne rechte Macht, als etwas, was kaum globale tatsächliche Relevanz hat. Als Beispiel dafür wird sehr gerne dann zum Beispiel das UNO-Gewaltverbot herangezogen. Was sagt das UNO-Gewaltverbot? Alle Mitglieder unterlassen in ihren Beziehungen, in ihren internationalen Beziehungen, jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. Ihr könnt da auch mal, ich verlinke das unten, UNO-Gewaltverbot, die Vorträge von dem Herrn Daniele Ganser euch anschauen. Das war eben der Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta. Den hatte ich auch rausgesucht. Also, ja, die UNO-Charta haben wir hier. Die habe ich euch vorgelesen. Und anhand dessen sieht man ja, anhand der aktuellen Ereignisse, anhand der Kriege, anhand der Gewalt und der Übergriffe seit dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere noch einmal nach 2001, wo im Grunde jetzt ganz Afrika und der Orient entwurzelt wurden, in lauter Kriegen, die ohne die Zustimmung der UNO geführt worden sind, die das Gewaltverbot verletzt haben. Anhand dessen sieht man ja das direkte Scheitern der UNO. Denn scheinbar machen einzelne Staaten aufgrund ihrer tatsächlichen Macht, was sie wollen und halten sich nicht an die Vorgaben der UNO, wo sie ja Mitglied sind. Gucken wir uns das noch mal kurz an. Das System der Vereinten Nationen. Dort habt ihr die Generalversammlung, das sind 192 Mitglieder. Ihr habt dann den Sicherheitsrat, das sind die fünf ständigen Mitglieder. Der besteht aus den vier Siegermächten des Zweiten Weltkrieges gegen Deutschland, Japan plus China. Also Russland, Frankreich, England, USA. Und dieser Sicherheitsrat besteht dann noch aus 10 weiteren nicht ständigen Mitgliedern, und er ist sozusagen das mächtigste Organ der UNO. Er kann Ausnahmen von diesem Gewaltverbot beschließen, aber sobald ein Mitglied
von den fünf Ständigen dagegen ist, ist ein Verbot von Gewalt nicht mehr bindend. Damit ist faktisch dieses Gewaltverbot ausgehebelt und führt zu den Zuständen, die wir dauernd in der Welt sehen. Nämlich Kriegen, Luftschlägen, Drohnenangriffen, verdeckten Operationen und so weiter. Bombardierten Städten, Sprengungen aller Orten. Ja. Das wären dann unter Umständen zu verhandelnde einzelne Aktionen, die vor den internationalen Gerichtshof gestellt werden könnten. Ja, also wenn heute jemand eine Stadt bombardiert, dann könnte man ihn ja wegen diverser Menschenrechtsverletzungen, für die die UNO ja auch einsteht, ja, sie steht für Weltfrieden, internationale Sicherheit, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit ein. Soziale Gerechtigkeit ist dann nochmal aufgeschlüsselt von Menschen über Gleichberechtigung, Menschenrechten über Gleichberechtigung, über Religionsfreiheit und so weiter. Und dazu hat sie dann auch eben in dem Schaubild vielleicht gesehen, verschiedenste Unterorganisationen gegründet. Da können wir jetzt alle sagen, oh, das hat mit uns allen gar nichts zu tun. Wir werden darauf noch eingehen, noch tiefer eingehen. Ja, wenn also jetzt einer der Staaten, ob Sicherheitsratmitglied oder nicht, gegen diese Gewaltverbote verstößt und einen anderen Staat zum Beispiel bombardiert, könnte man ihn, und auch das ist ein Gremium der Vereinten Nationen, also vor den Internationalen Gerichtshof stellen. Warum findet das nicht statt? Weil es tatsächlich so ist, dass der internationale Gerichtshof nur dann befugt ist, zu tagen und zu entscheiden, wenn beide Staaten dem zustimmen. Also der anklagende Staat und der angeklagte Staat. Im Zweifel wird aber der angeklagte Staat sich da kaum zu bereit erklären. Und damit ist dann auch der internationale Gerichtshof ja gut gemeint, jedoch nicht gut gemacht. Also man wird immer wieder erleben, dass dann der angeklagte Staat nicht einwilligen wird in eine Verhandlung des internationalen Gerichtshofs. Natürlich. Ja, und wenn wir uns diesen Artikel 1 hier nochmal anschauen, steht dann da einfach, die Vereinten Nationen setzen sich folgende Ziele: den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen. Ich springe. Freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehung zwischen den Nationen zu entwickeln. Ich springe. Eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen. Und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen, das hört sich doch an wie in der Kirche, oder? Also das ist doch, man könnte denken, von einer anderen Welt. Tatsächlich sehen wir die Missachtung dieser Dinge gegenwärtig jeden Tag. Da liegt es doch mehr als nahe zu sagen, ja, der internationale, Quatsch, Gerichtshof, ja, die UNO hat ihr Ziel verfehlt, das hat sie sicherlich. Und zweitens, sie ist ohne jede faktische Macht. Und das ist falsch. Und das werden wir hier auch noch erörtern. Nach dieser kleinen Einleitung möchte ich nochmal abstellen auf eine Sache, die insbesondere jetzt für uns als Deutsche eben nochmal interessant ist. Nämlich, ich habe gesagt, sie ist ein Kind des Krieges,
des Zweiten Weltkrieges. Und daraus resultiert auch die Feindstaatenklausel, die bis heute noch rechtlich gültig ist. Was hat es mit der auf sich? Von der haben wir schon öfter gehört. Die Feindstaatenklausel ermächtigt Staaten, Zwangsmaßnahmen gegen sogenannte Feindstaaten zu tätigen, ohne den Sicherheitsrat anzurufen. Da ist also genau dieses Gewaltverbot ausgehebelt. Sie dürfen es dann, wenn eine aggressive Politik von diesen Feindstaaten ausginge und selbst eine Militärintervention wäre dann möglich. Wer sind diese Feindstaaten? Ja, hauptsächlich Japan und Deutschland. Und das kommt von der Definition, weil als Feindstaaten in dem Artikel 53 die Staaten definiert worden sind, die während des Zweiten Weltkrieges Feind eines Unterzeichnungsstaates waren. Und das klingt jetzt sehr abstrakt. Es war damals im Grunde ein Bund gegen Deutschland und Japan. Ziemlich alle waren mit diesen Ländern im Krieg. Und da war eben das eine Phalanx. Und ihr seht das daran auch, dass bis heute wir die Probleme aufarbeiten aus Zeiten, von denen wir denken, die hätten für uns überhaupt gar keine Relevanz mehr. Nein, wir knaubeln bis heute und an noch ein paar Problemen mehr, an den Problemen, die seit über 100 Jahren ungelöst sind, so um die 150 Jahre. Und das soll ja auch dann Sinn und Zweck der Geopolitikfolge sein, diese Dinge sauber aufzuarbeiten und in Kontext zu stellen. Und da ist jetzt die zweite Folge heute, diese UNO- und Nordpol-Sendung, die so ein bisschen einleiten soll, aber auch den Blick öffnen soll, in wie viele Bereiche das Ganze hereinstrahlt. So, jetzt wird immer gesagt, diese Feindstaatenklausel, vergiss es doch mal, die ist obsolet, ja, also braucht keiner mehr. Ja, die gibt's irgendwie noch, aber es ist einfach zu umständlich, die zu streichen und da braucht man sich jetzt auch gar nicht wie so ein Korinthenkacker hinzustellen und zu sagen, ja, da gibt's noch einen Paragraphen, der ist gegen Deutschland, der hat keine Relevanz mehr. Da gibt's also verschiedene, auch Bundesdrucksachen, also Bundestagsdrucksachen, die darauf Bezug nehmen und die in etwa das, was ich jetzt gesagt habe, da in wohlfeileren Worten ausdrücken. Am abenteuerlichsten fand ich dabei eine Interpretation, die also sagte, es könnte auch das erste Mal sein, dass ein Gesetz, welches man konsequent nicht anwendet, dann wegen seiner Nichtanwendung zu einem Gültigkeits- und Geltungsverlust führen wird. Also automatisch. Wurde da behauptet. Ja, das ist eine Bundestagsdrucksache. Gut. Und mit diesen ersten Gedanken möchte ich jetzt dann hinwenden in die Teile, die jetzt spannender werden. Nämlich, und das schicke ich schon mal voraus, wäre es möglich, dass die UNO anhand ihres Emblems Voraussagen getroffen hat oder Synchronizitäten eingearbeitet hat, gewollt oder nicht gewollt? Und da kommen wir so ähnlich wie bei dem Auto von Sarajevo in ganz verrückte Gedanken hinein. Jetzt verlassen wir die Basis langsam, Leute. Und ihr habt es gesehen, ich liebe es, wenn ich für so etwas dann ganz trockene Quellen herbeiziehen kann. Ja, jetzt nicht irgendwie so ein Buch aus bestimmten Verlagen, die sich sowieso mit Grenzwissenschaften beschäftigen, sondern Informationen zur politischen Bildung, kostenlos bestellbar, nur gegen die Versandpauschale. Und man bekommt hier beste Informationen, wie man auf Regierungsseite Sachverhalte verstanden haben möchte.
Und das ist natürlich Gold wert. Gut, und da haben wir eben dieses Emblem und da möchte ich euch jetzt in einen kleinen Film, auf einen kleinen Film verweisen, mit dem wir jetzt etwas Boden verlassen. Da beschäftigen wir uns jetzt mit genau diesem Emblem. Widmen wir uns doch für einige kurze Minuten mal dem UNO-Symbol. Das Symbol zeigt, eingebettet in zwei Olivenzweige, eine Projektion der Landkarte aus azimutaler Sicht mit Fokuspunkt auf den Nordpol unter fünf Ringen oder über fünf Ringen, das ist egal, die dann weitläufig die verschiedenen Erdkontinente einteilen. Einmal längs, einmal quer, so als sei, könnte man sagen, ein Globus aufgeklappt worden aus sogenannter oder hin zu sogenannter azimutaler Sicht. Diese Darstellung unterscheidet sich komplett von der uns gewohnten Darstellung einer normalen, also für normal gewöhnlich gehaltenen Weltkarte, wo ein Globus seitlich aufgeklappt wird, ja, also auf von der Seite her auf die Kontinente schauen. Hier tun wir es sozusagen von oben und er wird hochgeklappt. Einmal haben wir hier, könnte man interpretieren, auch die Anlehnung hin zu sozusagen optischen Zieleinrichtungen. Also die Weltkarte ist im Fadenkreuz, sie wird fokussiert. Was ja jetzt angesichts der Gründung der UNO nach dem Zweiten Weltkrieg auch passend wäre, sagen wir mal. Warum ich das Ganze hier noch einmal thematisiere, ist die klare taktische Anlehnung dieses Emblems an militärische Geostrategie. Das wird klar, wenn wir uns die alten Darstellungen von dem Herrn Spikeman anschauen. In seinem Buch hat er da auch zum Beispiel auf den Nordpol fokussiert und davon ausgehend ringförmig dann nach außen hin die Territorien eingeteilt. Und er hat ja dann ebenfalls diese Sicht des Herzlandes mit dem zugehörigen Rimland und aus einer seitlichen Darstellung, hatten wir ja schon erwähnt, macht das Ganze wenig Sinn oder scheint das Ganze wenig Sinn zu ergeben. Anders aber eben das Herzland, das den Kontinent beeinflusst, wenn man es besetzt. In dieser Darstellung wäre ja Russland sowieso Hüter des Herzlandes. Gut, in dieser Darstellung aber, jetzt sind wir auf der offiziellen UNO-Seite, ergibt es Sinn. Denn dort ist das Herzland auch neben dem Nordpol beinahe im Fokus, sozusagen in der 12 der Zielscheibe. Und wo wir gerade so schön beim Pol sind, um die Pole, den Nordpol und die Antarktis, ranken sich ja auch zahlreiche Gerüchte und Merkwürdigkeiten, nicht zuletzt, weil eben auch es ein Antarktis-Abkommen gibt, das also dann allen Nationen, die unterzeichnet haben, eben verbietet, dort militärische, wirtschaftliche Ausbeutung zu betreiben. Das ist einmalig auf der Erde. Und da interpretieren wir mal, so ein Emblem hier wird ja, geht ja durch unterschiedliche Gremien, die es auch hinsichtlich seiner Aussagekraft genehmigen müssen. Und da möchte ich jetzt einen Hinweis geben, und zwar sind das hier zwei Ölzweige, die quasi die Erde umschließen. Der Ölzweig ist schon immer ein Symbol des Friedens. Insofern scheint das erstrangig sehr gut schon einmal zu passen. Aber es ist auch ein Symbol derer, und jetzt kommt der Hinweis, die um Frieden baten. Die trugen auch immer einen Ölzweig in den Händen. Ja, und jetzt können also für alle, die Lust und Spaß an interpretatorischen Vorgängen haben, da ist die Weltkarte mit dem Pol im Fokus, also eingebettet in die zwei
Ölzweige. Man könnte sagen, man bittet für die Welt um Frieden. Das hat natürlich auch eine ganz klare, normale interpretatorische Gültigkeit. Ja, so als würden wir uns als Gemeinschaft der Vereinten Nationen einer höheren Macht angedeihen und um Frieden bitten. Aber man könnte es auch in Bezug gerade auf die Poldiskussion sehr handfest interpretieren. Gut. Jetzt kann man, oder sagen wir noch mal etwas zum Ort der UNO, des UNO, was ist der Zweck der UNO? Die möchte den Weltfrieden wahren. Da könnte man sagen, okay, seit dem Zweiten Weltkrieg klar Thema verfehlt, also Ziel nicht erreicht, es gab andauernd Krieg. Sie möchte, dass die Beziehungen zwischen den Nationen besser und freundschaftlicher werden und dass die internationale Zusammenarbeit gefördert wird. Ja, und ein Mittelpunkt sein, komisch, dass dann hier der Nordpol als Mittelpunkt auf dem Wappen ist, aber hier ist es eben ein imaginärer Mittelpunkt sein, um die Nationen zu diesen Zielen zu veranlassen. Wenn man sich das jetzt vor Augen führt, ist es dann zielführend, wenn, zielführend, alles, wenn man, machen wir anders, so, wenn man auf das Gebäude, auf dem dies steht, nein, wenn man auf dem Boden ein Schlachthaus früher betrieben hat, wo jetzt schließlich das Gebäude drauf ist, das diese Aktivitäten beherbergt. Anders gefragt, welche Auswirkungen auf eine positive, völkerverbindende Arbeit, das ist ja Ziel der UNO, hat es aus energetischer oder magischer Sicht, wenn der Boden, der diese Aktivitäten beherbergenden Gebäudes, Frieden, Zusammenarbeit, Völkerverständigung, Mittelpunkt der Nationen, auf Leid, Qual, Elend und Angst beruht, weil dort ein Schlachthof errichtet war, der millionenfaches Leid, Qual und so weiter produziert hat. Wenn solche Energien einfach einmal als Annahme auch Orte, ortsgebunden und zeitlos sind, dann werden diese die Arbeit ständig behindern, ständig untergraben. Das wäre dann so etwas wie eine magische, geistige oder energetische Sperre, die ständig hier vom Boden auf die Arbeit in diesem Gebäude ausgeht. Man könnte anderes auch sagen, verkehrt ein millionenfach durchgeführtes Blutritual die Arbeit ins negative Gegenteil. Oder wäre das dann jetzt auch bloß nur ein reiner Symbolismus? Ja, soweit einmal zu den Merkwürdigkeiten. Und ich denke, dann machen wir Pause. Ja, das war der kleine Einschub. Und es ist doch äußerst merkwürdig, oder? Jetzt sag doch mal, wenn das Gebäude, das für Weltfrieden Obhut geben soll, auf einem alten Schlachthof steht. Aber das sind natürlich auch Gedanken, die sind auf magischer Sicht fußen, die auf energetischer Sicht fußen, die sind nicht mehr wissenschaftlich, die sind auch nicht mehr zitierfähig. Aber trotzdem für jeden Aufgewachten absolut nachvollziehbar. Ja, also es gibt genügend Horrorfilme, die versinnbildlichen den Grundgedanken, der vielleicht ein bisschen abgefahren jetzt daherkommt. Ah, man kritisiert, dass ein UNO-Gebäude auf einem alten Schlachthof, Schlachtgelände steht und von dem Herrn Rockefeller dann geschenkt würde. In alten Horrorfilmen hast du das unheimlich oft. Da zum Beispiel Poltergeist, da stellt sich dann raus, in einem Haus spukt es. Und warum? Ja, weil es auf einem alten Friedhof errichtet wurde. Kann man jetzt sagen, alles Quatsch, alles Fantasie, alles überbordener Unsinn. Aber auch solche Grundgedanken haben in unserer Menschheitsgeschichte einfach eine Berechtigung, weil wir immer schon gewusst haben,
Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns träumen lassen. Es gibt eine Welt voller Energien. Es gibt eine geistige Sphäre. Und erst in neuerer Zeit hat man uns das komplett abgewöhnt. Ja. Gut. Jetzt haben wir in dem Video auch schon eins, zweimal gesagt, ja, im Fokus von diesem Emblem, wenn man es jetzt als Zielfernrohr eben sieht, ist tatsächlich dann der Nordpol. Doch eigentlich die langweiligste Region auf unserer Erde. Nur Eis, nichts da. Ich muss unterbrechen. Und ich muss euch sagen, ich finde es tatsächlich auch äußerst merkwürdig, dass man eben jetzt diese Azimutal-Karte da benutzt auf dem UNO-Emblem. Komischerweise hinterfragt man sowas nicht im Alltag. Man nimmt es so hin, man sieht das Emblem, ah ja, cool, gut, und fragt nicht. Aber erst recht doch, wenn wir jeden Abend in der Tagesschau so eine Karte gezeigt bekommen. Dieses ist uns doch viel, viel geläufiger. Das ist doch die Karte, wo wir sagen, ja, die ist jetzt normal. Die finde ich normal. Und auf der Karte, schaut mal, das ist auch ja auch sehr interessant, da ist zum Beispiel Grönland direkt an Amerika dran. Geht es mit dem Mikro überhaupt? Scheinbar ist hier Grönland direkt an Amerika dran. Ja? Und ganz weit weg von Russland, zum Beispiel. Aber ist ja Unsinn. Denn es sind nur Ansichten. Und hier in dem Atlas zum Beispiel, wenn es um den Kalten Krieg dann geht, ihr seht es links oben, der Kalte Krieg, dann ist auf einmal wieder diese andere Kartenansicht genommen worden. Was soll das? Ist das Zufall? Kaum geht es um Kalten Krieg, haben wir wieder diese Nordpolansicht. Und die UNO hat auch diese Ansicht. Zufälle? Kann man sagen. Ja, wäre alles Zufall. Okay, kein Problem mit. Ich finde es merkwürdig. Jetzt geht's weiter. Wir haben eben schon gesehen, je nach Ansicht ist dann eben Grönland vollkommen abseits und total uninteressant oder ganz zentral. Im Mittelpunkt der Geschehnisse. Ist Grönland so uninteressant? Steht zwar dann im Fokus, ja, hier im Fokus des UN-Emblems, aber ist eigentlich total unwichtig. Der Herr Trump wollte das 2019 kaufen. Da gab es in der deutschen Presse abwechselnd Spott und Hohn. Andererseits aber auch einige Stimmen, die gesagt haben, ja, sowas Ähnliches gab es doch schon mal mit Alaska, da hat die USA von Russland Alaska gekauft. Ich warte gerade, bis die vielen PS vorbeigefahren sind. Mir fehlt jetzt hier noch so ein Stück Erfahrung immer, wie das mit dem Mikro ist. Ob ich das abhalte dann von hinten oder... Ja. Ja. Und es kann uns doch schon einmal einen Hinweis geben, wenn der Herr Trump jetzt zum Beispiel, auch wenn er doch immer als ach so dumm in der deutschen Presse dargestellt wird und als charakterlich verfehlt und all dies, wenn der Grönland kaufen will, dass da vielleicht ein bisschen mehr dran hängt. Und als was denken wir da an? Erstes brauchen wir jetzt gar nicht so spannend zu machen an Bodenschätze, an Rohstoffe, die unerreichbar unter dem ewigen Eis liegen von Grönland. Dann wären das quasi sozusagen Anlagegüter, die nicht erreichbar sind, die man sich vielleicht für die Zukunft sichert. Es gibt neue Technologien, sonst irgendetwas. Also sind wir schon mal im zweiten Punkt. Denn tatsächlich sagen jetzt schon einige Geostrategen, da haben wir es mit einem Erwachen aus dem Dornröschenschlaf zu tun mit dem Nordpol. Da gibt es so etwas wie ein Comeback. Es gibt sowas wie Wild-West-Zustände.
Und Grönland könnte auch der Auslöser sein, um jetzt direkt reinzugehen, dass nach dem Kalten Krieg, wo ich euch eben gerade die Karte gezeigt habe, ein eiskalter Krieg beginnen könnte. Und tatsächlich, Russland baut jetzt Polarstreitkräfte aus. Wozu denn das? Ganz einfach, weil der Nordpol eine zweite wichtige Variante hat. Nämlich, er ist eine strategische, er ist die Brücke zu einer strategischen Grenzlinie. Ja, wohin denn? An Russlands Nordgrenze. Und ihr habt eben noch die Karte gesehen, das Heartland und das Rimland. Ne? Müssen wir alles noch drauf eingehen. Machen wir auch. Da fast da überhaupt nicht abgestillt wird, bei den ganzen Geostrategen der letzten 150 Jahre, ist eben der Nordpol und diese Nordgrenze. Spielt mal eine Rolle. Überhaupt nicht. Tut's aber jetzt. Warum? Weil wir es nach Aussage der Strategen eben mittlerweile mit einem Klimawandel zu tun haben, der es sich so auswirkt, dass das Ewigeis dort oben tatsächlich zu schmelzen droht. Und ich war immer wirklich auch sehr skeptisch gegenüber diesen Klimawandelprognosen. In dem Moment, wo ich jetzt sehe, Militärstrategen, Machtpoker wird erweitert um diese Facetten, erhöht es bei mir die Glaubwürdigkeit des Klimawandels ungemein. Und der würde dazu beitragen, dass nicht nur die Rohstoffreserven dort erreichbar werden am Nordpol, sondern dass zweitens eine neue Front entsteht, nämlich eine Nordgrenze von Russland. Ist das irre? Das ist irre. Ihr habt vielleicht das Bild vor Augen, das habe ich jetzt nicht als Grafik mit dabei, wie Russland im Westen, im Süden und im Osten, also hinten Richtung Sibirien heraus, Richtung Pazifik heraus, von Militärbasen der USA, der NATO umzingelt ist. Nach oben, also nach Norden, oder, ja, da seht ihr, ich habe auch diese Karte im Kopf, oder eben zum Zentrum hin, gar nichts mehr Norden, zum Zentrum hin, gibt es aber keine Militärbasen. Und das ist jetzt der Punkt, wo eben einige Leute sagen, da könnte jetzt ein eiskalter Krieg entstehen. Aus diesem langjährigen Niemandsland, was wenig Interesse hat, könnte nun ein absolut begehrter Kontinent werden, der 10-25% der Rohstoffe der ganzen Welt hat, die dann auch noch erschließbar werden könnten. Und als wäre das noch nicht genug, dass jetzt also eine geostrategisch auf der Karte eine neue Front entsteht, wo man Russland weiterhin unter Druck setzen kann und Rohstoffe da sind, die man erschließen kann, haben wir es noch mit einem dritten Punkt zu tun. Und das sind Nord- oder Nordwestpassagen für den globalen Handelsverkehr, die hier erschlossen werden könnten. Ja, wenn das Eis schmilzt, könnten dort Schiffe von Europa, Russland nach Asien fahren, von Kanada ebenfalls nach Asien fahren und die Ersparnis auf der Route zeitlich und auch mit dem Rohstoffeinsatz wäre bis zu 30% des Weges. Jetzt gibt es einige Leute, die sagen, ja, vielleicht bei euch jetzt gut informierte mit dem jetzigen Weltumbruch, der vor unser aller Augen abläuft. Die sagen, ja, Globalismus, Schnee von gestern, wir gehen ja von der monopolaren in eine, jetzt habe ich das Wort tatsächlich, unipolar, also mehrfach polare Weltordnung zurück, multipolar, Mann. Von der unipolaren in eine multipolare Weltordnung und da werden natürlich auch globale Handelswege jetzt weniger wichtig sein in Zukunft. Vorsicht, wir schauen mal ab, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Bislang ist es so, und das wird auch in dem Geopolitik-Teiler immer wieder Thema sein, da ist es so, dass Handelsrouten das A und O für Seemächte sind. Da greife ich jetzt auch wieder ein Stück voraus. Macht nichts, gehen wir eh dann tiefer rein. Ich könnte es auch anders sagen.
dass es einen generellen Streit gibt, das wisst ihr vielleicht aus anderen Sendungen schon, zwischen Erd- und Seemächten. Ja? Und da spielt jetzt eben genau auch diese Nord- und Nordwestpassage mit hinein. Denn eine Seemacht muss immer globale Schifffahrts- und Handelsrouten sichern. Ich habe da auch einen schönen Text zu, wieder mal in Information zur politischen Bildung, internationale Sicherheitspolitik. Ja. Und da heißt es, wo fängt man an, gell, am besten? Mit der Alternative zwischen der Kontrolle des Festen und des Fluiden als Grundlage der Weltordnung ist auch die Reichweite der je geltend gemachten Werte und Normen verbunden. Hä? Was sind das Fluide? Das Feste sind die Territorien, das sind die Erdmächte. Das sind die Territorialmächte, die mit den Landarmeen. Und die Fluiden, was sind die Fluiden? Ja, das ist eben das Wasser, Fluidum, das Wasser. Das sind die Seestreitkräfte. Und wenn du heute eine Seestreitkraft bist, ich lese weiter, dann, Achtung, Achtung, wer sich auf Territorien beschränkt, kann seine Normansprüche, also seinen Regelungsrahmen, seinen Geltungsbereich räumlich begrenzen. Wer aufs Fluide setzt, wer also Seestreitkraft ist, muss auf universellen Werten bestehen. Wie jetzt universelle Werte? Was sind das? Ihr Lieben, universelle Werte, und jetzt sind wir hier auch schon ein bisschen an einem Kapppunkt, ist so etwas wie Menschenrecht, Religionsfreiheit, Gleichberechtigung, das sind universelle Werte. Hört ihr es klingeln? Das bedeutet, man könnte dann, oder hier jetzt ist jetzt auf einmal etwas im Raum, das einen logischen Schluss nahelegt, dass man die UNO, wupp, benutzt, der benutzen könnte, wenn man Seestreitkraft ist. Denn dann musst du auf das Fluide, auf die universellen Werte setzen, nicht aufs Territorium. Und dann brauchst du eine übergute Organisation, die immer dann, wenn Menschenrechte oder Religionsrechte oder bedroht sind, überall auf der Erde diese universellen Werte verteidigen kann, sprich eingreifen kann. So. Und das hört sich doch jetzt alles schon sehr, sehr abenteuerlich an, oder? Jetzt schaut mal wieder in den Informationen zur politischen Bildung. Da lesen wir brottrocken davon. Worum geht es beim Ringen um die neue Weltordnung? Das war doch Verschwörungstheorie. Und dieses Weltordnung, das steht hier in den Informationen zur politischen Bildung. Die neue Weltordnung. Und darüber sehen wir ein Bild dann von der UNO und ihrem Sicherheitsrat, die dann die neue Weltordnung durchsetzen, oder was? Die Messlatte der herkömmlichen Landimperien war das kontrollierte Territorium, der Regelungs- und Rechtsrahmen. Im Vergleich dazu ist das imperiale Projekt der USA auf die Kontrolle von Strömen angelegt. Das Fluidum, haben wir gesagt. Strömen von Kapital rund um den Globus und Informationen von Gütern und Dienstleistungen. Aha, da haben wir den globalisierten Handel. Rohstoffen und Personen. Nicht um die Inbesitznahme eines strategisch wichtigen Stückes Boden geht es dabei, sondern um die Kontrolle und Steuerung eines Gesamtzusammenhangs. Globale Überwachungs- und Spähprogramme sowie Flugzeugträger und Kampfdrohnen sind dafür wichtiger als Panzer und Raketenwerfer. Insofern sind einige der Kriege und Konflikte, die uns zurzeit beschäftigen, auch Auseinandersetzungen um die Frage, Achtung, welche Art von Ordnung im 21. Jahrhundert dominant sein wird. Und dann kommt's, die Kontrolle von Territorien
oder die Kontrolle und Beeinflussung des Fluiden. Da habt ihr es. Da habt ihr es. Und da haben wir mit der UNO und ihren vielen Unterorganisationen, die ich euch gezeigt habe hier, da ist alles mit Rang und Namen, was ihr schon gehört habt und was eigentlich immer so außerhalb des kollektiven Bewusstseins ist, was man so ein bisschen langweilig findet. UNESCO, UNIDO, IKO, IMO, ITO, IWF, Weltbankgruppe und so weiter. Und was wird darüber organisiert? Naja, die Menschenrechte, die Wirtschaft, die Religionsrechte und so weiter. Und darüber kommt man dann zu, so kennt ihr alle, zu Friedensmissionen, die dann ganz schnell Kampfeinsätze werden. Häuserkampf in Mogadischu. Ja? Man kann dann überall in der Welt, das ist die Liste der Einsätze, ich glaube bis 2007 war das, kann man nach Belieben eingreifen, wenn universelle Werte bedroht sind. Warum stelle ich das so heraus? Das ist doch eine tolle Sache, wenn man ein übergeordnetes Gremium hat, dass wenn Rechte und Güter bedroht sind, man eingreifen kann. Weil ich Zweifel daran hege, dass, und zwar anlässlich des Gewaltverbotes, das ich euch ja zu Anfang gezeigt habe, und der Ziele von Weltfrieden und Menschenrechten, dass man das wirklich so gut denkend verfolgt, dass es nämlich vielmehr dann auch als Vorwand dienen könnte, um Rohstoffausbeutung oder Handelswege zu sichern, ne? Die Sicherung des Fluiden, wird ja hier gesagt, Handelswege sichern, dann ist auf einmal ein Staat, der an einem Handelsweg liegt, auf einmal sehr, sehr interessant, um ihn zu besetzen. Und man könnte dann ja auch Menschenrechtsverletzungen vorschützen, um dort eine Blauhelm-Mission zu starten oder sogar einen Kampfeinsatz gegen vielleicht Partisanen, die dort die Ordnung untergraben wollen. Und auf diese Weise könnte man ständig, immer, nicht nur Konflikte am Köcheln halten, nein, man könnte, es ist ein Instrument, um auf der Welt überall dort einzugreifen, wo man es für nötig hält, um Waren, Kapital und Dienstleistungsströme, wird ja, habe ich vorgelesen, zu sichern in seinem eigenen Interesse. Und warum ist das jetzt für mich so interessant? Na, weil damit etwas komplett negiert wird, was wir alle immer in der Schule lernen. Zum Beispiel, wir sind eine Demokratie, wir verwalten uns selbst. Hier können wir beschließen, wen wir wählen, und die stimmen dann für uns ab, was man in diesem Land machen will. Leute, das ist eine theoretische, das ist ein theoretischer Gedanke, der kaum noch materielle Substanz hat. Ausgedient. Kann ich das beweisen, was ich da sage? Ja, kann ich beweisen. In anderen Sendungen habe ich nicht nur schon gesagt, wir haben über den Lobbyismus, über die Kompetenzverlagerung in die EU hinein so viel an Regelungsbevollmächtigung abgegeben, dass kaum noch etwas innerstaatlich souverän gelöst werden kann. Da diskutiere ich jetzt nicht die Souveränitätsfrage Deutschlands. Ich halte mich an Strukturen, die es gibt. Die EU. Na, man versucht ja derzeit einen EU-Staat aufzubauen. Wir sehen jetzt die ersten EU-Steuern, aber ich will mich nicht zu weit weg. Das sind andere Themen, da will ich jetzt nicht zu tief rein. Ich kann es belegen, ebenfalls mit einem weiteren Heftchen, Informationen zur politischen Bildung. Schaut euch die Schlagzeile an. Neue Formen, es steht alles drin. Neue Formen des globalen Regierens. Und hier steht es. Aufgrund von Globalisierungsprozessen, und damit wird im Grunde dieser Krieg angesprochen. See gegen Landstreitkräfte, Sicherung von Handelswegen und so weiter. Hier geht es ganz knallhart um Geostrategie. Wird Global Governance, was ist das, erheblich komplexer, wo das traditionelle Instrumentarium zwischenstaatlicher, also zwischen in Klammern, staatlicher Steuerung fehlt oder nicht greift,
Ja, wie? Was soll in einem souveränen Staat eigentlich nicht greifen? Tauchen weichere, informellere Formen des Regierens auf? Wie informellere Formen des Regierens? Ist ja die Mafia im Hintergrund oder was? Was informelle? Was? Okay, jetzt kommt, da kommt vielleicht echt der Beamte in mir raus. Aber was sind bitte informelle Formen des Regierens? Ich dachte, wir wählen unsere Leute und die Bundestag und so, was man so, ne? Was man so gelernt bekommt. Und dann, hier steht das Gegenteil. Informelle Formen des Regierens. So, gesellschaftliche Akteure. Also wer sind denn bitte jetzt diejenigen, die informell regieren? Gesellschaftliche Akteure wie Unternehmen. Ah ja, okay. Unternehmen regieren. Und zivilgesellschaftliche Gruppen. NGOs. Verhandeln diese mit und setzen die verhandelten Ergebnisse auch oft selbst mit um. Ja, das ist klasse. Das ist doch, das ist Demokratie, gell? Also die Unternehmen und die NGOs verhandeln Regeln und setzen die verhandelten Ergebnisse auch gleich um. Muss mir nichts mehr sagen. Steht alles hier drin. Und dann hast du eben auch über die UNO, diese Untergruppen, und wir sind alle momentan, wir erleben es vor unseren Augen, wir dürften alle mal aufwachen, was hier mit Global Governance ist jetzt nicht eine Weltregierung, sondern, ich habe es extra aufgeschrieben für euch, sondern ein Rahmen von Prinzipien, Regeln und Gesetzen, die Institutionen zur Problembewältigung aufgestellt haben. Also, ja. Es gibt also, haben wir eben gehört, es gibt Institutionen und NGOs und zivilgesellschaftliche Gruppen, die stellen Regeln auf, damit Probleme, die die sehen und verhandeln und durchsetzen, hier, ja genau, hier durchgesetzt werden. Und ein schönes Beispiel, weil das hört sich jetzt alles noch vielleicht so ganz zahm an oder so, ist ja egal, wer über uns bestimmt und jetzt ganz naiv bist, ja. Also es sind dann auf keinen Fall mehr, das steht hier, in den Informationen zur politischen Bildung, die wir alle haben, es sind dann auf keinen Fall mehr Parteien oder Abgeordnete oder Regierungsmitglieder. Nein, kriegen wir hier gesagt. Wir werden alle Zeuge gerade davon. Bedeutet, wenn die WHO und die WHO, ich zeige euch das nochmal, die war jetzt hier, war die, ne, ja, angegilbt, weil ich das natürlich noch hier, die WHO ist ein Teil der UNO hier über den Wirtschafts- und Sozialrat. Ja? Wirtschafts- und Sozialrat ist ein Teil eben auch die WHO, wie dann eben auch die UNESCO und so. WHO. Und die WHO legt dann eben fest, wir haben eine Pandemie, legt die fest, ist sie bevollmächtigt. Und danach legt sie fest, so, wir müssen jetzt alle Masken tragen. Das ist besser und das Robert-Koch-Institut setzt es dann um, präzisiert das, ist an die Vorgaben gebunden. Und hier wird dann reingeregelt in diesen Staat und es liegt keinerlei Kompetenz mehr beim Bundestag, bei der Regierung, bei sonst wem. So. Das zu verändern oder nur noch minimale Kompetenz, weil sie von oben her in einem Regelungssystem eingebunden sind. Das ist dann Global Governance. Ja. So, und jetzt sind wir, und jetzt wisst ihr, was ich am Anfang gemeint habe mit diesem riesen Moloch, der da vor mir liegt, von UNO, dann guckst du dir die UNO an, was macht die, wofür ist die, dann bist du bei sehr aktuellen Dingen, wie jetzt eben der Maskenpflicht, ja, das wäre dann das grüne Video gewesen. Ursprünglich habe ich angefangen und wollte über die UNO reden wollte ihr Wappen benutzen, um einfach geostrategische Dinge vorzutragen, denn ich fand es einfach klasse, wie sehr sich alles verändert, wenn du einfach eine andere Ansicht hast. Dann habe ich mich gefragt, warum ist da so eine andere Ansicht, die Nordpol zentriert jetzt im Grunde ist. Dann kamst du auf die verrücktesten Sachen, dann guckst du dir den Nordpol an und schon bist du wieder mittendrin in allem.
Jetzt muss man doch auch im Nachhinein oder abschließend darf man vielleicht noch mal fragen, warum hat die UNO, warum haben Geostrategen alle immer diese Weltsicht, die Nordpol fokussiert ist? Ich könnte auch anders fragen, warum haben wir in der Tagesschau immer diese aufgeklappte Sicht als diese Seitenansicht als normal präsentiert bekommen? Also hier, ja, das geht, wie ich es auch in dem Video gesagt habe, das geht dann bis hin zur Frage von Weltbildern. Auf welcher Welt wir leben, ja? Ziemlich verrückt. Ich halte mich da immer gerne an die Strategen und an die Generäle, an die Militärs. Denn da gibt es Tacheles. Hier geht es dann um Macht auf diesem Planeten. Und zwar durch diese Menschen, die über uns herrschen. Und da ist offensichtlich ein ganz anderes Weltbild vorherrschend. Ihr habt es in dem kurzen Film auch gesehen, bei dem Herrn Spikeman. Aber auch diese Nordpolsicht. Und erst mit der Heartland- und Rimland-Theorie haben wir wieder so eine Seitenansicht gehabt. Ihr Lieben, ihr merkt jetzt, man greift irgendwo rein und dann landest du in einem vollkommen sternförmigen Bereich. Ich bin soweit durch mit dem, was ich sagen wollte. Ich finde es hochinteressant, dass die UNO mit ihrer Flagge quasi eine Voraussage über einen zukünftigen möglichen Krisenherd in ihrer 12 gibt. Und ich fand auch die Offensichtlichkeiten, was uns gesagt wird, wie hier regiert wird, wer wie regiert, hochinteressant. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und hoffe, ihr versteht, warum ich zu Anfang gesagt habe, es ist ein ziemlich wilder Mix. Ich hoffe auch, er kam wenigstens stringent dann rüber, gerade rüber und nicht, dass man sagt, ja, was war denn das jetzt für ein Ritt quer durch die Prärie? Ja, ihr dürft es mir schreiben. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.